Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War. Ah, sehr, sehr motivierend. Ja, naja, mal gucken. Was denn? Da ist der Ring an der abgetrennten Hand. Nein, noch dem nicht. Seelenfresser. Ach so, jetzt weiß ich, wen du meinst, wen ich im letzten Teil mal platt gemacht habe. Ja, der war doch genauso, nur hat der blau geleuchtet. Ja. Aber ich glaube, du kannst doch mal zurückgehen. Ja. Wir müssen nicht kämpfen. Besser ist? Doch, wir kämpfen gegen ihn. Aber warum? So. Weil du Angst vor ihm hast. Ich hoffe, dass ich noch mal zurückgehen kann. Weil dann ist Seelenfresser besiegen. Hä? Ist das Loch schon offen? Ah ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Gib mir euer Loot, ihr Lutscher. Geh nicht zu nah ans Tor, nachher geht Cutscene und macht es dann selber auf. Greifen an. Nee, du Kacklappen. Na, du Homo-Fürst. Bitte? Homo-Fürst der Dunkelheit? Irgendwo ist... Ah, der steckt in dem drin, oder was? Aua, Alter! Ja, auf den musst du aufpassen, der macht böse Aua. Was hat er gegen mich? Schieß ihn! Die kriegen keinen Schaden. Wo ist diese dumme Kacke durch? Da, mach ihn kaputt. So war das nicht beabsichtigt. Wo ist denn jetzt dieser Fickvogel? Hinter dir rechts, ja, bevor er wieder in den einen Arsch reingeht. Ja, der soll da hinten. Oh, so, es sind zwei. Sogar zwei. Habe ich sie beide? Nein. Versuch den kleinen wegzumachen. Achtung, da ist ja noch einer. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf. Ich wollte doch. Alter! Jetzt geht er mir. Sack hier. Das hättest du ja ist ein bisschen hinten dran. Ist mir egal. Die kriegen so derb in die Schnauze. Oder nicht? Aber der ist doch nur Level 1. Da ist da was im Gesicht. So, wo ist der kleine Pisser? Jetzt steckt er in den Pisser da drin. Ja. Da ist er. Arschgesicht. Nee. Das heißt, man sollte die beiden Kontakten Leute da doch nicht sehen. Das reißen die Arschhaare. Ja, zu spät. Die Arschhaare? Mhm. Der hat bestimmt gar keine. Egal. Also du weißt, wo du lang musst. Ja. So. Ich wollte doch nur... Ist der Ultra-Truhe drin. Ja, oder gar nichts. Ich glaube, da ist die Ultra-Shit-Truhe drin. Oder einfach nur Hacksilber. Ich glaube, hier ist jetzt der Ultra-Shit. Wir kämpfen. Nicht mehr. Was? Wir kämpfen oder wie? Wir kämpfen. Konzentriert. Ja. Ich glaube, ich weiß, was es war. Du musst da lang. Du kannst, ich glaube, du konntest das Tor nicht aufmachen. Ja. Kann ich den schon von hier abwerfen? Du kannst da rechts was zum Exploden bringen. Ja. Der konnte ja schießen, ne? Ja. Versuch mal von oben das Ding. Das Tor? Ja, wenn er nah dran ist. Mal gucken, wie der läuft. Ja. Versuch mal das rechts kaputt zu machen. Achso, ich brauche noch eine Axt dazu. Da ist auf jeden Fall eine goldene Truhe. Echt? Da links. Ah ja. So, ja, dann... Versuch mal das da noch kaputt zu machen. Mach alles kaputt. Ja, ich glaube, das ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, dass man... Naja. Gibt's da noch was zum kaputt machen? Oder muss ich da bei dem jetzt hoch und runter, weil da kannst du ja auch auf der anderen Seite hoch und runter, weißt du? Ich glaube, so kommst du dann einfach wieder zurück. Ja, erstmal gucken, was der... Von mir will, was er wieder für Special Moves macht. Ja, das, was der andere wahrscheinlich auch macht. Wie keine schnellen Bewegungen. Da muss ich da einfach nur. Greif ihn an. Muss ich nur. Nein, du sollst ihn töten. Ich glaube, man kann da an dem einfach vorbeischleichen. Nee, wobei, da stand ja besiege den welchen Arschloch. Oh, der macht ein bisschen was anderes. Hit. Sehr gut. Hat er schon was verloren? Ja, da liegt was. Ich kann noch. Nein. Ah, jetzt habe ich das Problem wieder.
Aber ich versuche es auch immer mit dem starken Angriff, ne? Ihr sollt nicht Salsa tanzen, ihr sollt euch auf die Schnauze hauen. Jetzt habe ich da was. Da liegt was, schmeiß es ihm ins Gesicht. Jetzt werf, bewerf ihn, bewerf ihn. Hast schon vergessen, wie er ging? Ja, 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 schon wieder verkackt. Oh, so, da kamen ja dann noch die kleinen Wichser an. Die nichts drauf hatten. Fuck! Da glaube ich, irgendwo hat er so sein Steinchen verloren. Echt? Ja, da hinten liegt eins. Ah ja. Nee, ich will nicht so nah. Doch, du hast gerade einen einsammeln können. Los, ja. Jetzt gibt's ihm ins Gesicht. Fuck. Nicht getroffen. Arschgesicht! Aber es läuft auf jeden Fall besser wie beim letzten Mal. Ja, was? Will er nicht mehr, oder was? Hat er kaputt mehr. Nein! Da rechts liegt auf jeden Fall so eine Kugel. Er hat 3 R. Jawohl. Easy peasy. L1 oder R2 drücken. Hä? Nein, der lebt noch. Weg, weg, weg! Na, oh! Du ekliger Bastard! Aber ich hab kaum noch Energie. Mach mal dich erstmal mit der Fresse. Der ist aber echt eigentlich gar nicht so schwer, ne? Nee, eigentlich nicht. Oh! Du Pisser! Dieses letzte Fitzeleben, Alter. Hab ich's nicht eingesagt? Doch, hast du. Jetzt renn hin. Ah. Ja. Er hat ja nicht mehr so viel gebraucht. Gib mir dein Zeug. Das war Heilung. Ah, oh, war das? Episch. Ah, den Ring. Der Ring, den wir brauchten. Ah. Der Alchemist. Aber kann ich den auch behalten? Höchstwahrscheinlich Asche. Der Seelenfresser hat ihn erwischt. Oh, wir sollten was? Das hier zu Brock bringen. Ah, Zauber. Ah, gegen Brandschaden. So, so, noch was. Und jetzt die Kiste. Und jetzt die Kiste. Ist da ein Apfel drin? Wer weiß. Oder ein Horn. Ah, Axt. Zorn des Eistrolls. Echt? Okay. Na dann. So. Ich dachte, da wäre eigentlich was Cooles drin. Da kannst du noch was zu exploden bringen. Ja. Komme ich da irgendwie hoch? Nicht weg. Wunder. Du stehst mir im Weg. Da war, glaube ich, noch irgendwo was drin. Da war was exploden. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich krieg's ja gar nicht. Haha. So, aber da komme ich trotzdem irgendwie nicht. Kannst du das anwerfen? Das da? Mhm. Bestimmt. Ah, du kannst auch links hochklettern, oder nicht? Oder ja, den Junior hochschweißen. Das könnte sein. Junior, geh da hoch, lass mir das Seilchen herunter. Ja, dann war das... Ja. Mach jetzt! Naja gut, der war ja eigentlich einfach. Ja. Ja gut, wenn du es einmal weißt, wie es funktioniert. Ja. Alter, wie lange er braucht. Ja, vor allem, du musstest dem das erstmal sagen. Hier, lass mal Kette runter, ne? Mach mal was für dein Geld. Da kann er was lesen, der Junior. Kannst Lies du mir vor. Lesen? Ja. Diese Runen wurden hastig geschrieben. Da steht Igimstani. Hm. Keine Ahnung, was das heißt. Hm. Wir werden den Blauen fragen. Dann bist du jetzt interessiert? Wir haben Kristalle will ich gefunden. Uns steht eine Belohnung. Jetzt mal gucken, ob es hier noch was gibt. Eine Phase kaputte Macher und links rechts eine Kiste kaputte Macher. Eine Wasser. So, na dann. Hüpf! Und schneid gleich einer das Seil durch. Oh, guck mal. Da sind ja schon wieder die ekligen Dinger. Nein!
Machen kaputt? Ja, ich wollte, aber... Du musst aufpassen, dass das down wird. Ja. Oh, ich wollte doch gerade... Alter Falter. Du hast da was im Gesicht. Renn hin, greif ihn an. Reiß ihm den Arsch auf. Ja, drei. Ah, nicht mehr. Nee. Jetzt nicht mehr. Jetzt der Kleine nur noch. Hier, mach was. Mach den kaputt. Jetzt R3. Nein. Oh, da ist irgendwo noch was. Oh, oh, gute Reflexe. Als hätte ich es gewollt. Aua. Ja, du kannst auch im Nahkampf mal gehen. Du musst nicht nur immer deine Axt schmeißen. Achtung, oh. Achtung, Achtung. Oh. Da ist eine Kiste. Wieso kann ich mich nicht heilen? Weil wir doch das Talisman getauscht haben. Echt? Scheißendreck. Wofür ist der dann? Ja, du musst halt im letzten Moment ausweichen, aber das haben wir, glaube ich, noch nicht einmal geschafft. Ja, ich nicht. Ja, ich auch nicht. So. Ja, Scheißendreck. Mach direkt Dinger kaputt. Die Explosion-Fässer. Ja, das habe ich eigentlich versucht, wo die Klippen erstanden waren. Irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Da kannst du jetzt mehrere Wege gehen. Oh nein! Du kannst da... Da waren wir gerade. Wenn du da warte, links... Ja, ja, ich hack hier den Typ nochmal den Kopf ab. Falls der noch was da hat. Kannst du hoch. Und dann nach rechts. Nach rechts? Mhm. Nee. Ah doch. Tatsache. Was will ich denn da drüben? Ja, da war noch was zu gucken, das habe ich vorhin gesehen, als du runtergerutscht bist. Nicht schlecht, der Specht. Ja, ja, ich habe nicht umsonst vier Augen. Ja, habe ich ja auch, aber ich habe es trotzdem nicht gesehen. Hüpp! Echt jetzt? Bingo. Und da kannst du auch noch hochspringen. Kisten! Was, wo? Da kannst du noch mal hochspringen. Ah. Und jetzt kannst du... Jetzt bin ich wieder da, wo ich vor war, oder? Echt jetzt? Ach so, ja, und dann von da kannst du dann halt wieder... Ganz toll. Geht schneller. Naja, dann. Da links weiß ich nicht, ob man da hochkommt. Was hier? Nee. Nee, ich glaube, jetzt nur noch hier. Ich muss ja wahrscheinlich wieder hier zu dem komischen Zwergentyp. Ja, zurückgehen, die Quest abgeben, links sind überall Kisten. Was ist denn das für einer? Ja, der will aufs Maul. Sollte vielleicht auch warten bis... Ja, ja, schon. Du könntest jetzt in R3 gehen. Und bis ich da bin? Ja, jetzt schon. Oh, der hat ein Schild. Oh, die werfen. Oh, ich glaube, du bist tot. Nein, bin ich nicht. Du hast aber Brand. Ich habe Brand? Dann trink was. Weil du hast einen einzigen HP-Punkt gehabt. Aber da ist ja Heilung. Du musst auf jeden Fall... Nee. Wie, ich muss... Du musst auf jeden Fall nochmal zurück, da gab es was zum Kaputtklatschen. Kisten und so. Ja, vielleicht ist da mal ein bisschen Heilung drin. Irgendwie ist mit Heilung echt mau, ne? Mhm. Aber da ist Heilung drin. In dem einen letzten Fass. Nein. Okay. Natürlich nicht. Okay. Ja. Arschgesichter. Ah, da ist Heilung. Heilung ist gut. Guck mal da links noch, bevor du runter gehst. Ja, ich geh nicht. Huch. Als hätte ich es gewusst. Ja. Der hat ihm den Kopf weggedreht. Und was war das? Hacksilber? Ja. Aber du hast gar nicht mal so viel Leben. Komm. Nee, gar nicht. Null. Aber ich bin ja, glaube ich, hier auch schon wieder am Ende. Ja, du bist am Anfang. Du kannst jetzt im Prinzip zurückgehen und dann die Quest abgeben, beziehungsweise dem Zwerg da den Ring geben. Ja. Wo waren es? Hier doch. Ja. Oder so, ne? Ja, ja. Aber wahrscheinlich kommen jetzt gleich hier die übelsten Typen wieder. Da waren wir ja. Ja, da waren wir drin. So. Und jetzt ist da gleich schon der Typi. Hallo Typ, gib uns ganz sagt, viel. Hast du mir den Ding gefunden? Und du so, ja, aber kriegst du nicht. Ja, du Arschgesicht. Außer du heilst uns komplett vor. Ja. Ihr wollt sicher immer noch einen Lohn für eure Mühe. Ja, ja, immer ja. X. Labern wir wissen, dass wir die Besten voll. Sind. Naja. So, was habe ich jetzt gekriegt? Wohl ein Axtknauf. Oh, hey, los, direkt anliegen. Vielleicht hat Antwari ihn mit. So, Dele. Jetzt Seele, mal. Seele aus zweiter Hand. Was ist das hier? Neue Axt oder was?
Nee, neuer Skill für die Axt. Aber ich finde eigentlich unseren, den wir gerade aktuell haben, ganz gut. Ja. Macht halt viel Schaden, ein bisschen Frosch dazu. Was habe ich denn hier gefunden? Achso, das ist der Griff, ne? Was macht unserer? Stärke, Rune, Glück. Ja. Und was macht der hier? Stärke und Abwehr. Sehr geringe Bonus. Aktivierungschance auf eine Schutzbarriere, die Schaden durch gegnerische Angriffe verhindert bei jedem erfolgreichen Axttreffer. Gut, Glück geht halt runter, ne? Ja. Abwehr geht hoch und Stärke geht um 2 hoch. Ja. Wie man es macht? Ja, ich würde es, glaube ich, lassen. Erstmal. Erst einmal. So. Ja, und dann kannst du zurück und kannst die Hauptquest weiterverfolgen. Ja. Wie kommen wir hier raus? Da durchs Loch. Der Kackzwerg ist aber auch überall, ne? Ja. Arschgesicht, der kann sich überall hin teleportieren. Genau, wir müssen wie überall. Hier. Und wir müssen. Na, wir müssen halt immer rennen. Und dann teleportieren wir uns. Naja. Und dann rennen wir weiter und telefonieren. Wir telefonieren dann mal ein bisschen. Iti Nausi, telefonieren. So. Oder wir fahren mit dem Bötchen. Gib mir Heilung. Junge. Also, Heilung ist echt grausig. Ich bin ja fast tot. Was leuchtet da so blau? Dieser Port-Scheiß, aber ich weiß nicht. Willst du nicht mit dem Ding zurückfahren und dann einfach da ja, hoch? Ja. Aber du könntest dich auch theoretisch teleportieren. Du müsstest vielleicht die Brücke wieder neu. Ja, nee. Ich weiß ja, wo es lang geht. Fast. Ja, das war ja nie so schwer. Komm, gib mal Gummi da. Aber ich hoffe nicht, dass die Fixfrösche wieder am Anfang da stehen. Weißt du? Und du da. So, am Anfang vom Tor. Das könnte sein. So sicher. Ich hoffe nicht. Die Schildkröte standhaft und diszipliniert. Weil ich habe nicht mehr so viel Leben. Du hast noch nicht oft Geschichten erzählt. Wer macht da Mittagspause oder was? Da ist ein bisschen kaputt gegangen. Ach, jetzt. Oje, ich befürchte Schlimmes. Aber ich bin ja auch gleich durch, dann darfst du im nächsten Part quasi mit dem bisschen Leben rumkrebsen. Ja. So, dann schauen wir uns mal noch an, was da drin ist und dann. Ah, wir waren ja hier schon mal drin, aber wir kamen, glaube ich, nicht weiter. Echt? Weil hier irgendwas verschlossen war, oder? Weiß nicht. Weiß nicht mehr. Ich hab's verdrängt. Kannst du das lesen? Ja, du Depp! Das spart uns Zeit. Ja. Ich kann Lies nicht mir vor. Lesen. Achso, das kann er nicht lesen. Da war doch irgendwas. Ich kann sie nicht lesen. Ja, schreib mir nicht an. Jo, wie er jetzt rum. Ah, das war, da waren wir drin. Ja, hier haben wir eigentlich alles gemacht. Ah, da geradeaus halt vielleicht. Ne? Ja, schon klar. Achso, das war doch diese Ja, ich erinnere mich. Nee, brauchst du nichts machen. Nicht? Nee, die hat es ja zugemacht. Achso. Ja, Hexe. Die Hexe. Nein, nicht Hexe, die doch, das war doch freundliche, Hexe. Ja, aber das war doch Wald, Joint rauchende Hexe. Frau. Frau. Es war doch trotzdem eine Hexe. Und jetzt? Hoch. Oder wie? Oder was? Wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Ja. Eine andere Möglichkeit hast du ja nicht. Ja, leider. Hauptsache, ich muss nicht wieder gegen so einen ekligen Typ da kämpfen. Wie viele Meter sind es? 27? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe. Nee, nicht 27, 270. Ah, okay. Das ist ein Stückchen. Naja, Katzensprung. Ja. Loch auf. Oder habe ich was vergessen? Hab ich was vergessen? Nee. Gib mir Heilung. Alter. Ach ja, hier waren wir wieder. Ach so, na dann. Da ist ja auch wieder dieser Vogel. Ja. Aber dann würde ich sagen, machen wir ja Feierabend. Ah, guck mal, vielleicht hat er noch eine Aufgabe für dich. Der hat auch keine Aufgabe für mich. Armer Fafnir. Nein, hat er wirklich nicht. Nein. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Und dann darfst du dich im nächsten Part mit deinem bisschen Leben rumärgern. Mhm, Dankeschön. Ja, bitteschön. Habe ich gerne gemacht. Danke. Wofür sind Freunde denn da? Ja, ich weiß. Danke. Also gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao.